Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Partie auf dem Schwierigkeitsgrad Legende. Wir sind heute zu Hause im Ostseestadion. Das Wetter mal wieder voll schneeig, wenn ich das so sagen darf. Dafür Flutlichtspiel heute am Freitagabend gegen Magdeburg. Erster gegen Letzter. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe schon häufiger mal gegen den Tabellenletzten in FIFA kassiert und verloren sogar. Und das möchte ich heute natürlich vermeiden. Vor allem zu Hause für die Heimfans wäre das natürlich nicht so schön. Wenn die schon bei dem Wetter sich hier hinstellen oder hier setzen ins Stadion bei der Kälte, dann wollen wir sie auch ein bisschen einheizen mit schönem, attraktiven Fußball. Und ich finde, das haben wir in der letzten Partie zum Beispiel getan. Das war schon sehr hübsch anzusehen, fand ich. Und das versuchen wir jetzt natürlich auch wieder zu wiederholen. Deswegen die Aufstellung genauso wie im letzten Spiel. Im Hintergrund sehen wir gerade Quering, wie er sich auf die Bank setzt. Wahrscheinlich eher mit Widerwillen, aber hey. Und seine Chance wird bestimmt auch noch wiederkommen. Denn Owusu hat seit längerer Zeit schon wieder nicht getroffen. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Und ich erinnere mich, dass der Quering da von der Bank auch schon wieder eine reingesetzt hatte. Oder hat er Owusu seit längerer Zeit getroffen? Kann auch daran liegen, dass ich halt zwischenzeitlich nicht so viel gespielt habe. Ich habe ja auch immer zwischen den Spielen mal immer wieder ein, zwei Tage Pause, bevor ich die nächste Partie spiele. Ist ja oft so. Man kann das Gefühl mich auch schon mal täuschen. Kann natürlich auch sein, dass er einfach im vorletzten Spiel noch getroffen hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. So, Magdeburg also mal mit voller Wucht im Angriff. Schaut euch die Aufstellung mal an. Sind die verrückt auswärts. Laufen die mit drei Stürmern auf und vier relativ offensiven Mittelfeldspielern. Nur drei Mann in der Abwehr. Also, ich mach das ja ungern, aber so spontan hätte ich jetzt gesagt, komm, wir spielen mal im eigenen Stadion auf Konter. Also, puh. Jetzt bin ich gespannt. Wie die Partie jetzt läuft. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Entweder überrollen die uns jetzt vollkommen. Oder die kriegen jetzt richtig viele. Kann natürlich auch sein, dass überhaupt nichts passiert, aber ja. Wir auf jeden Fall nicht wundern. Wir spielen zu Hause in den Auswärtstrikots. Das liegt daran, dass Magdeburg hier leider nur zwei Trikotsätze mit jeweils sehr viel Blau hat. Und wenn wir jetzt auch noch in Blau auflaufen, wird es dann ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, dass wir in den Auswärtstrikots auflaufen. Und das ist FCF. Direkt mal mit einer Schock. Oh, den setzt er direkt hinten rein. Unter die Latte. Ganz starkes Ding. Das habe ich gar nicht jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt überhaupt nicht erwartet, dass er den da irgendwie noch gefährlich aufs Tor bringt. Ich hatte jetzt schon fast gedacht, komm, legst du doch mal nach ganz unten. Aber nö, der FCF, der knallt ihn jetzt einfach mal direkt da unten rein. Direkt mal zu Beginn des Spiels, aber auch schön weitergeleitet da. Das Tempo hochgehalten. Wieder sehr perfekt zusammengespielt fast. Wirklich fast perfekt. Und das bei dem Platz. Ja, und dann da oben rein. Da hat der Keeper natürlich gar keine Chance. Wieder sehr geiles Tor. Ja, und FCF, der sagt sich, ich weiß, warum du mich aufstellst. Und hier zeige ich dir auch, warum. Fünf Tore. Ja, guter Start, würde ich sagen. Nichts mit, wir kriegen gegen die Tabellenletzten jetzt hier. Vom Gegenteil. Direkt mit Volldampf. Der Zug rollt weiter nach vorne. Der Hansa-Zug. Ja, und die Fans singen dann schon mal direkt mit wärmsten Abschiedsgrüßen. Ja, und direkt der nächste Angriff, das ist fair. Oh, den sitzt er daneben. Schade. Den hätte er vielleicht eher mit dem rechten Fuß vielleicht noch nehmen können, oder? Ach, das ist ein guter nach vorne getragener Angriff wieder. Er hätte auch gerne der nächste im Kasten klingeln können, aber bisschen ärgerlich. Egal, trotzdem. Weiter mit positivem Gefühl hier weiterspielen, denn wir scheinen auch die Partie hier tendenziell wieder in unserer Hand zu haben. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein, zwei gute Chancen dann auch verwerten. Den nächste. Oh! Ja. Gut. Wanwetsch. Schöner Kopfball, auch nach Owusu war es, ne? Habe ich vorhin noch gesagt. Ja, komm.
War ja natürlich klar, dass er jetzt in dem Spiel auch wieder einen Scorerpunkt holt. Schöne Vorlage, schöne Flanke da. Wannwetsch natürlich richtig viel Platz. Ich weiß nicht, was Magdeburg da macht, aber ich gucke mit drei Abwehrspielern. Ist es natürlich dann auch schwer, die Räume da eng zu halten. Da sehen wir es nochmal. Owusu lässt den Gegenspieler aussteigen. Schöne Flanke. Ja, und Wannwetsch, der sagt sich, mit so viel Platz laufe ich doch einfach mal in den Ball rein. 2-0. Ja, gut. Magdeburg denkt sich jetzt wahrscheinlich auch so, Ob die sieben Leute im Angriff da so klug waren, aber... Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch aufpassen, wenn sie mal in Ballbesitz sind in unserer Hälfte, dass wir da mit Geduld spielen, ne? Weil die sind dann schon ein paar mehr Leute tendenziell als übliche Gegner vielleicht. Aber gut. Auf der anderen Seite möchte ich sie auch gar nicht da hinkommen lassen, sondern bei denen schon in der Hälfte spielen. Und denen mal schön zeigen, dass man hier nicht herkommt ins Ostseestadion und mit drei Verteidigungen zu spielen und sich drei Leute ganz vorne reinstellt. Das finde ich ja fast schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Und ich finde, das können wir ruhig mal bestrafen. So, Holthaus. Ah, Vorsicht da, nicht riskant hinten spielen. Lieber direkt klare Bälle nach vorne raus. Dann können wir vorne immer noch mit dem Kurzpassspiel ein bisschen mehr Risiko spielen. Aber hinten muss das nicht sein. So, das ist fair. Oh, und den setzt er auch an den Pfosten. Was ist denn da los? Ich wollte schon wieder jubeln. Und dann knallt es da an den Pfosten. Eieieiei, aber auch wieder schön nach vorne gespielt, nur leider nicht verwertet. Ja, aber wenn wir hier nach 20 Minuten 3-0 führen, dann ist auch, dann gehen sie heute unter, glaube ich. Dann gehen sie heute unter. So, Achtung. Kopfball, Duell nicht gewonnen, davon Rankovic, aber Ball geht nicht aufs Tor. Damit keine so richtig gefährliche Torchance. Und wir haben wieder den Ball. Ja, jetzt machen sie da doch im Zentrum ein bisschen mehr dicht. Dass sie sich da immer schön jetzt da an die Räume stellen, sodass ich den Ball da nicht klar durchspielen kann. Und da, Blaswig, aufpassen. So, Bälle sind mir dann zu einfach, als dass die bei uns reingehen. Das ist, will ich dann nicht. So, Beyrün, kann er sich den Ball nochmal schnappen? Ja, kann er. Und Owusu? Owusu, was macht der? Erstmal den Ball behaupten nochmal, aber da hätte er auch mal reinmachen können, das Ding. So, Rankovic. Rankovic. Flanke. Kommt keiner ran. Ach, Mann. Das ist wieder so ein Ding. Wäre wieder so ein typischer Owusu gewesen. Wenn sie jetzt das sagt, so, hör mal, hattest du eigentlich einen Knall hier am Anfang des Spiels zu sagen, ich habe sie längere Zeit nicht getroffen oder ne, irgendwie auch nur ansatzweise zu denken, dass ich den Quiring hier den Platz zurückgebe. Ach, Achtung! Ja. 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 Hochmut kommt auch vor dem Fall, sagt man ja so schön. Magdeburg wieder dran. Da haben sie mich jetzt schön auf dem kalten Fuß erwischt. Dann sehen wir es nochmal. Da durch die Lücke, dann hat er Platz und dann kann er ihn da richtig schön in die andere Ecke da hinten reinspielen. Also, das war ein richtig starker Ball. Da hatten wir gar keine Chance jetzt. Hätten wir vorher hätten wir da schon Zugriff haben müssen, um das Tor jetzt zu verhindern. Ja, schon hat man ein Gegentor zu Hause. Und schon überlegt man sich... Geht das mit dem Kopf los, ne? Hier. Überlegt man sich, ob man vielleicht doch nicht so dominant ist, wie man erst dachte. Aber gucken wir mal. Mit Konzentration. Ah, der Ball ist ungenau. Von Fair. Der da jetzt doch...
den ein oder anderen Angriff jetzt ein bisschen schlampig gespielt hat. Ob im Abschluss oder jetzt eben beim Pass, den er hätte spielen können. Aber gucken wir mal. So, das ist so Wosu auf Weyrynen. Und der kommt leider nicht durch. Aber wir haben einen Wurf. Wir machen natürlich weiter Druck. Schön von Owosu da. Das ist Weyrynen. Er kriegt den Ball aber nicht in die Mitte gespielt. Dafür... Ach, da kommt der Ball aber auch nicht zu fair. Das ist dann, zu einfach da. Irgendwie den Ball einfach nur irgendwie nach vorne rein. Das ist... das funktioniert nicht. Auch nicht, wenn Magdeburg damit nur drei Verteidigern steht. Oder mit drei richtigen Verteidigern spielt vielmehr. Standen jetzt mit mehr Leuten da. Jetzt nochmal fair. Jetzt! Und wieder daneben. Wieder die gleiche Ecke. Eieieiei. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt die Nummer 3. Ach, die sind ja auch alle knapp. So, ne? Das, die können ja genauso gut eigentlich reingehen. Aber tun sie halt gerade nicht. Das ist ein bisschen schade. So, komm. Kopfball. Sehr schön. Weyrynen. Ach, den kann er nicht kontrollieren. So. Jetzt nicht da wieder auskontern lassen. Da jetzt schön hin, Zugriff, jawohl. Und damit in die Halbzeit. Noch mit der Führung. 2-1. Guter Start. Bisschen nachgelassen dann. Und gucken wir mal. Ob wir da vielleicht... der Fair. Ich starte jetzt nochmal so. Und wenn jemand da so die Chancen hat, ist das ja erstmal positiv. Wenn er sie dann nicht macht, ist das negativ. Aber ist das immer die Frage, ist das nur eine Frage der Zeit, bis er dann einen macht? Oder sagt man sich, na, gibt es mal jemandem anderen die Chance, der vielleicht auch da eine Chance bekommt und die dann reinmacht, ne? Das ist mal die Frage. Kriegt derjenige, den man dann einwechselt, dann auch die Chancen überhaupt? Also ist es durch die Mannschaft wirklich herausgespielt? Oder liegt es daran, dass derjenige auch immer da richtig steht, ne? So, jetzt vielleicht. Und das ist wieder fair. Und den... Ach, das ist nicht wahr, der Junge! Jetzt wollte ich mal wirklich da in die andere Ecke spielen. Dann spielt er ihn auf den Mann. So. Und wieder fair. Ja, und den... Ja, ja Leute, ich glaube, da kriegt jemand anders gleich nochmal die Chance. Ja, Ball auch nicht gut. Ich meine, Fair ist ja drin im Spiel, der ist ja drin, der kriegt ja seine... kriegt ja die Bälle, der kriegt ja tendenziell sogar die Räume. Aber was ist denn da heute los mit dem... Sonst lässt er sich die Dinger ja auch nicht nehmen, oder? Ich meine, ist ja... dann doch im Laufe der Saison eher zum Passgeber, zum Vorlagengeber, zum Raumkreierer geworden, als zum Torschützen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er da, wenn er mal eine klare Torschance hat, die dann daneben gesetzt hat, ne? Die hat er dann schon gemacht. So, jetzt Owosu. Und der Kopfball, aber ja, aus der Entfernung von Henning hat der Torwart natürlich ein leichtes Spiel. So. Das ist jetzt Wanwetsch. Wanwetsch. Und in die Mitte gelegt. Oh, nee! Jungs! Evseev. Da hat er richtig Platz und Raum. Den kann er ja mal machen. Was macht der da? Hat er sich das auch schon abgeguckt da vom Fair heute? Was ist denn da los? Und das beim Stand von 2-1, ne? Also, wenn man da, vorne die Dinger nicht macht über so ein gesamtes Spiel. Das ist ein Foul von Fair. Dann kriegt man auch gerne am Ende dann nochmal einen rein, ne? Und dann sind die Punkte weg und dann ärgert man sich zum Tode, dass man da die 35 Chancen, die man vorher hatte, nicht gemacht hat. Deswegen kommt, Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen und setzt den nächsten Mal ordentlich rein da. Ich möchte das jetzt klingeln sehen. Schönes Passspiel jetzt. Da muss jetzt Wanwetsch ein bisschen gehen. Der Gegenspieler ist schneller. Nochmal abgebrochen, den Angriff.
Beirinen auf Owusu, aber gute Idee. Raum ein bisschen zu eng. So, das nutze ich jetzt mal zum Wechseln. Tatsächlich. Also fair, ja. Machen wir mal einen Hilsner. Und, ich stelle den Owusu mal vorne hin. Dann kriegt der Quirin nochmal die Chance. Und den letzten Wechsel hebe ich mir noch ein bisschen auf für ein paar Minütchen. So, Hilsner, Quirin für Fair und Weyrünen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, vielleicht hat Quirin ja heute nochmal einen auf dem Fuß. Der ist ja immer für sowas gut. Gerade wenn er frisch reinkommt, hat er ja jetzt auch schon häufiger gemacht. Der verrückte Kerl. Der ist ja auch ab und zu dann einfach mal so vollkommen eiskalt und denkt sich einfach so immer, Gegenspieler kenne ich nicht. Ah, schön. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unser Ball gewesen wäre, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Das ist Rankovic, der kann jetzt ein bisschen gehen. Anwetsch mit Platz. Ah, der Ball ist schlampig. Mit zu wenig Druck, da Magdeburg dann kein Problem ranzukommen. Jetzt vielleicht mal. Da ist er, der Quirin. Ja! Wahnsinn! Was habe ich gesagt? Kommt rein, hat mal wieder einen auf dem Fuß, ne? Und vor allen Dingen, wie lange hat er jetzt gebraucht? 5 Minuten? Das ist ein Kerl, ey. Das ist einer. So, da nochmal schön. FCF spielt raus. Und der Quirin, denkst du, ja, kurze Ecke. Ist mir egal, ob du da stehst, Torhüter. Vollkommen egal. Ja, auch spät reagiert ein bisschen, ne? Kann man jetzt auch so sagen, aber Quirin macht es halt dann. Der setzt ihn dann rein, hat ja gar keinen Vertrag mit. So, 3-1. Damit sind die Ängste des Punktverlusts zu Hause gegen den Tabellenletzten wieder ein bisschen reduziert. Was nicht heißt, dass wenn die jetzt treffen, das gleiche Spiel nicht wieder von vorne losgeht, ne? So, jetzt schön rausgespielt. Wannwetsch. FCF. Quirin. Ja, warum nicht? Warum auch nicht? Oben in den Knick macht man ja so mal eben, ne? Kennt man ja. Wenn man vorm Tor steht, denkt man sich immer, komm, jetzt da oben in den Knick rein. Das ist, der Kerl ist bescheuert. Also im positiven Sinne, ne? Das ist... Nee. 12 Tore. Ja, der Quirin denkt sich immer, Leute, das ist der Tabellenletzte. Ihr krebst hier mit einem 2-1 irgendwie rum. Und lauft noch Gefahr, einen zu kassieren. Lass mich mal drauf. Ich verdoppel mal unsere Tore. Dann haben wir da Ruhe. Nee, ist das verrückt. So, macht er noch einen dritten? Hat nämlich den Platz da. Ja, den mal mit Gefühl dann. Dann weiß man auch, der Quirin, der kann das halt... Egal wie... So, da hat er jetzt... Das ist doch nicht wahr. Der kommt dann rein. Überlegt euch mal. Wir sind jetzt bei Minute 77. Irgendwo bei 60 habe ich ihn eingewechselt. Und jetzt hat der Kerl schon einen Hattrick. Jetzt hat der Kerl einen Hattrick. Das ist doch Nee. Im Leben nicht. So. Das ist eine Mannschaft. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt schon wieder angucke, wir hatten die Vorlage gegeben, hä? War so ein gewisser Mike Owusu, ne? Aha. Und dann steht man dann wieder da im nächsten Spiel. Hm. Muss man dann schon fast einen Weyrünen rausnehmen. Den Torschützenkönig, oder den Anführer der Torschützenliste bisher in der Saison. Nimmt man den dann raus. Weil so ein Quirin und so ein Owusu einfach vollkommen am Rad drehen. Ja, ist doch, ey, diese Mannschaft macht mich fertig. Ich spiele demnächst auch hier wie Magdeburg. Also stelle ich alle nach vorne. Nee, natürlich nicht, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine. Wen stellt man denn auf? Wen? Das ist ein Luxusproblem, klar, ne? Andersrum wäre das natürlich beschissen. So, jetzt Owusu macht er auch nochmal einen. Ja, das ist doch klar. Natürlich macht er nochmal einen. Weil er natürlich denkt, so, hör mal, Quirin macht 3. Wir spielen tendenziell auf der gleichen Position. Ich lasse mir doch jetzt nicht im nächsten Spiel den Platz wegnehmen. Leute, ich
werd bekloppt hier. Ich werd bekloppt. Alter Vater. Was soll ich denn bitte tun? Ich kann ja auch nicht, ich kann ja wirklich auch nicht sagen, so, ich stelle jetzt das komplette System um, ne, sodass ich vielleicht irgendwie mit zwei Spitzen spiele oder irgendwie sowas in der Richtung, denn das System funktioniert ja wunderbar. Wir holen ja die Siege, wir spielen, ne, aber wenn ich jetzt was verstelle, kann natürlich auch sein, dass das wieder nach hinten losgeht. So, also, never change a winning team, man lässt es ja irgendwie so, weil es funktioniert. Jetzt hat man das Problem, dass man so vollkommen Verrückte hat, das ist abseits, oder? Ja. Wenn man da vollkommen Verrückte hat, die so eskalieren, dass man sich denkt, so, ja, irgendwie geht's noch besser? Kann man der Aufstellung noch mehr rausholen? Ne? Und wie gestaltet man das Ganze fair mit Spielzeiten? Ne? Mit wer Leistung bringt, soll ja spielen. Aber können halt auch nur 11 auf dem Platz stehen. So, das vielleicht noch mal fast noch die nächste Chance. Wir sind schon wieder im Strafraum hier. Dann bewahrheitet sich doch, dass die jetzt heute richtig eine Packung kriegen. So, da haben sie jetzt mal aufgepasst. War's das für heute? Oh, dann spielen sie aber noch mal riskanter. Laden sie uns fast noch mal ein. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Da so ein... Jetzt will ich nicht nochmal so ein Unglückchen kassieren. So, das war's. 6-1. Ja, was soll ich nur sagen? Ihr habt das Spiel ja gesehen. Der eine Verrückte nimmt sich den Spielball mit. Der andere Verrückte denkt sich, ja, der hat zwar dreimal getroffen, aber meinen Stammplatz habe ich immer noch, denn ich habe auch getroffen und Vorlagen gegeben. Hammerhart. Hammerhart. Da, 71, 75, 78. Wir ringen. Das ist doch nicht normal, ey. Das ist doch nicht normal. Und ich habe mich in der ersten Halbzeit auch beschwert, dass der Fair da die ganzen Chancen versemmelt, ne? Und dann kommt so ein Quering. Ja, klar, 10-0. Wieder noch anders. Abartig ist das, abartig. So. Torvorlagen, Owusu. Zwei Stück natürlich. Ne, mit einem eigenen Tor. Hat ein Tor gemacht, zwei Vorlagen. Quering, der hat eine Vorlage und drei Tore gemacht. Ach, ja, guckt euch das mal an. Drei Schüsse, drei Tore, ne? Macht mal mit drei Schüssen einen Hattrick. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Weiß ich nicht. Das ist mir ein Rätsel, wie ich damit umgehen soll, tatsächlich. So, wir gehen mal ein bisschen vor. Dann werfe ich das Training dann gleich zwischen den Folgen wieder rein, aber... Alter Schwede, ey. Was ist denn jetzt? Spielfrei, oder was? Nee. Warum wird denn hier, ne, 28. Februar, dann kommt ja schon 1., 2., 3. März, warum wird denn da am 3. März nicht das Spiel hier gegen Bremen angezeigt? Naja, egal. Gegen Bremen 2 auf jeden Fall das nächste Spiel. Dann Zwickau, Paderborn, Aalen, Jena, Osnabrück. Ja, und dann läuft es dann so langsam aus. Okay. Ja, gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt Training machen. Und ich werde mir mal Gedanken darüber machen müssen, wen ich hier überhaupt noch aufstellen kann und wen nicht. helft mir doch mal. Wenn ihr das jetzt hier mitbekommt, helft mir doch mal. Was soll ich denn machen? Wen soll ich hier spielen lassen? Vollkommen verrückt, diese Mannschaft. Ja, gut. Wie gesagt, schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis zur nächsten Folge. Hat wieder Spaß gemacht. Und es läuft doch auf Legende.
zweites Spiel in Folge gewonnen. Mit einem 6-1 auch noch. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Schönen Tag noch. Bleibt grün. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.